als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte auch schon nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Alter, wir werden bekloppt. Oh nein. Das ist irgendwie wie eine Krankheit, was ansteckend ist. Oder ich werde einfach nur so bekloppt, man weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich habe hier einen Eingang gefunden. Also ich möchte eigentlich hier hin, da war glaube ich eine Batterie. Hier geht's nirgendwo hin. You saw the wall rider, didn't you? You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Ja, eine sehr vertrauenserweckende Person, dieser Vater. Und das ist Wetten nicht mal ein echter Vater. Okay. Matsupanda, ich hoffe, es stört dich nicht. Ich muss mal eine kurze Pinkelpause einlegen. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Nur.
Hallöche, da bin ich wieder. Danke für eure Geduld, sehr nice. Fürs Warten. Und wo bin ich? Ach ja, natürlich hier im Gotteshaus oder das, was das mal war. Ist das überhaupt eins? Ich würde schon fast sagen. Auf der Suche nach dem Priester und uns gehen übelst die Batterien aus. Ich muss ganz dringend, ganz schnell eine Batterie finden. Sonst sieht die Sache, und jetzt Vorsicht, jetzt kommt es im wahrsten Sinne düster aus. Ja! Batterie. Leider müssen wir die direkt einsetzen, glaube ich. Und dann war es wenigstens nicht die letzte. Okay, nach oben. Kann ich mich hier einfach durchwurschteln? Nein, kann ich nicht. Schade. Hier vielleicht? Nein, auch nicht. Wieso? Wieso möchte dieser Reporter unbedingt zu dem Geistlichen oder zu diesem Verrückten, der sich für einen Geistlichen hält? Da will doch kein normaler Mensch hin, aber gut, ich werde ja selber hier wahnsinnig, also der Charakter hier. Okay. Vielleicht hier lang? Ja, ich glaube hier lang. Okay. Und ich möchte bitte noch ein, zwei Batterien mehr bekommen. Wäre vielleicht gut. Warte, was ist denn das? Oh je. Okay, was haben wir entdeckt? Das Geräusch in der Maschine. Das Geräusch in der Maschine ist wie das Geräusch in meinem Kopf, wenn der Wallrider erscheint. Ich blinzle und sehe atmosphärische Störungen und etwas anderes. Etwas Glattes und Dunkles, das hinter meinen Augenlidern auftaucht. Mich mit Organen anstarrt, die ich mir nie hätte vorstellen können. Aber das Geräusch stammt auch aus der Maschine. Es kommt von hinter der Wand. Ich kenne es. Okay. Also den Notizen her zu urteilen, geht's uns nicht einmal ansatzweise gut. Okay, wir hatten hier einen Durchgang, wir haben hier einen Durchgang. Die Frage ist, welchen nehmen wir jetzt? Ich nehme jetzt einfach mal diesen hier. Was ist hier los? Okay, Toilette. Wunderbar. Oha, oha, oha. Okay, immer den Stimmen nach. Na? Nee, na gut, dann nicht. Okay, eine Rollstuhl und hier geht's nach oben. Sind wir wieder am Eingang? Ich glaube, wir sind wieder am Eingang, wo wir raus. Also, ne? Nein! Oha, da habe ich mich erschreckt. Okay. Allein schon, dass dieser Geistliche alles mit Blut schreibt, ist doch schon mal sehr einladend. Da will man mehr von dem sehen. Ja, das stimmt. Okay, Geistlicher, ich vertraue deinen Worten. Das ist halt so stockfinster. Ich kann nicht mehr ohne Nachtsichtgerät umherwandern. Hier geht es wohl nach oben, aber es ist abgesperrt. Okay, hier vielleicht. Okay, kann ich hier was machen? Für den Wäscheschacht werden drei Sicherungen benötigt. Ist da ein. Oh, das ist ein ganzer Typ. Hängt das am Ohr? Okay. Auch nicht schlecht. Ja, die brauchst du, glaube ich, nicht mehr. Unsere Munition, also sozusagen. So. Ah, ich will doch nicht hier raus. Ich habe leider vergessen, ob er es überlebt oder nicht. Das weiß ich nicht mehr. Noch eine Batterie. Ich freue mich. Okay, oben ist schon mal. Pray for Revelation. Na dann.
Dem traue ich nicht ganz, dem Typen hier. Ich nehme mal die Batterie, ne? Nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob uns... Oh, ich glaube, der will uns was tun. Nee, ich bin mal weg. Nee, bleib ruhig. Die hatten da drin alle ihre Tage, so wie sie... wie sie aussieht. Okay, machen wir mal kurz einen Abflug. Solange er hier am Rumlaufen ist. Da ist ja noch einer. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Boah, ich höre die Schritte. Der ist gerade ganz nah. Okay, das ist die zweite Sicherung. Waren es alle oder brauchen wir drei? Ich bin mir gerade unsicher, ob es zwei oder drei waren. Ja, Batterie. Kommt uns wieder entgegen. Ja. Nee, der doch nicht. Oder? Doch. Was rede ich denn da? Hallo, ich grüße dich. Willkommen im Irrenhaus. Im wahrsten Sinne. Boah. Wo ist er denn? Drei. Okay, dann fehlt noch eins irgendwo. Okay, aber zwei ist doch schon mal ganz gut dafür. Ach, ich kann hier zusperren sogar, wenn es sein muss. Aber das war gerade nicht nötig. Ja, ganz gemächlich hier entlang wandern. Was ist das? Zwei Stück. Hallo, ich grüße dich. Ich begrüße dich auch im Irrenhaus. Boah. Okay, jetzt schon mal schnell hier entlang. Okay, scheint mal keiner da zu sein. Wo ist die dritte Sicherung? Vielleicht hier? Ach Mist, egal, was soll's. Was? Wo kommst du her? Weg von mir! Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ja, nicht dahin. Ja, nee, bleib einfach da stehen, alles gut. Okay, geradeaus. Auch nicht. Okay. Kurz nachladen. So